Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist auch mit am Start. Aber er sagt nichts. Er schweigt. Okay, er schweigt aus dem Grund, er sagt nichts, weil ich noch gemutet bin und er mich gar nicht gehört hat. Damn. Hi Mike. Hallo. So, Mauer ist auf einer Seite fertig. Jetzt kommt die zweite Seite noch dran. Was für ein Ding? Warst du mal wieder gemutet? Ich war wieder mal gemutet. Ja, ich habe mir die Nase geputzt und es muss nicht sein, dass du das immer so laut ins Ohr bekommst, wenn ich mir die Nase putze. Deswegen habe ich mich mal schnell gemutet. Ich würde sagen, wir tragen hier jetzt auch noch ein bisschen Erde ab, damit wir hier unten die Mauer so auf einer Höhe direkt machen können. Ja? Ist das eine Idee? Oder ist das eine Idee? Das ist eine Idee. Richtig. Ich würde fast sagen, wir gehen dann hier. Hier gehen wir einmal lang. Oh, hier ist ja auch ein Höhleneingang. Überall Höhleneingänge. Das geht auch nicht. So. Weil dann ist auch mein Haus noch mehr ein Haus an den Klippen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Mal gucken, ob... Ja, das war klar. Hier wird nicht nur Erde drin sein. Aber gut, ein bisschen Stein ist ja auch nicht schlecht, weil dann haben wir wieder direkt neuen Stein, den wir in Cleanstone brennen können. Erstens für Level, zweitens für mehr Mauerwerk. Wobei ich glaube, die Mauern werden jetzt reichen. Ah, 52. Könnte knapp werden, aber könnte auch reichen. Und vor allem können wir da neue Golems bauen. Ich meine, die könnten wir auch jetzt bauen und dann hauen die wieder ab. Ich meine, gut, sie können eigentlich nicht mehr so viel abbauen. Also wir werden auf jeden Fall diese Folge noch Golems bauen. Egal, wie weit wir mit der Mauer sind. So. Das wird vielleicht die nächste Errungenschaft. Eine Diamantspitzhacke. Eine Diamantschaufel. Mit Effizienz. Dass das hier richtig wegballert einfach. Wobei eigentlich muss ja Diamantrüstung erstmal kommen. Damit wir so einen krassen Unterwassertempel erkunden können. Weil da habe ich Bock drauf. Das habe ich noch nie gesehen. Und deswegen kann man sich das ja mal geben. Schaufel, weg. Komm, gib mir all die Erde. Sehr gut. Jo. Ich tue die Erde jetzt mal zum Holz. Einfach, dass wir wissen, wo sie ist. Dann gibt es eine neue Schaufel. So. Und dann schaufeln wir mal wieder Erde. Diamanten! Wow! Mike hat Diamanten gefunden! Diamonds are girls' best friend. Herzlichen Glühstrumpf. Ich hätte eine Glück 2 Hacke. Danach wollte ich gerade fragen. So. Ich muss erstmal wieder hier rauskommen. Ich kann auch runter zu dir kommen. Oder findest du den Ort wieder? Ja, ich finde den Ort wieder. Ich weiß ja, wo du dich hochgebaut hast. Okay. Das sieht man ja. Sehr gut. Gehen wir noch eins tiefer? Ich weiß nicht. Also gut, wenn du hochkommst, dann können wir auch eine Runde schlafen, weil es wird gerade echt dunkel. Sehe ich ja gar nichts mehr. So, Karottchen essen. Lecker Karottchen. Da müssen wir hier gleich natürlich auch diesen... wir sehen Mike schon. Er kommt näher. Er kommt näher. Schlag schon mal das Feldbett für Mike auf. So. Ein Feldbett für Mike. Oh, er ist wieder weiter weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Er sneakt wahrscheinlich. Da ist er. So. Gute Nächte.
So. Ja. Lange, aber ich glaube, es ist bloß einer. Na, dann sind schon mal zwei vielleicht. Ja. Ja. Komm mal kurz nicht nach unten. Okay. Komm her, du scheiß Enderman. Ich höre ihn schon. Macht der Enderman. Ja, ne? Der aber auch immer für komische Geräusche macht. Der Enderlappen. Ja. Genau. Au. Der ist natürlich blöd, dass ich genau in dem Moment, wo ich hier anfange, Stein abzubauen, dem Mike meine Effizienzhacke gebe, aber gut. Wieso brauchst du sie? Nö, nö, alles gut. Dadurch dauert es einen Moment länger. Nachher komme ich so hoch. Deine Diamantspitzhacke ist weg. Uiuiuiui. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Da stecken viele Level drin. Da stecken 60 Level drin. Okay, eigentlich nur 6, aber du weißt, was ich meine. Beziehungsweise stecken 19 Level drin, weil ja 3 Level, 16 Level habe ich, glaube ich, gebraucht, um die beiden zusammenzufügen. Und insgesamt 10 Diamanten. Jo. Ah ne, die 4 Diamanten steckten ja im Schwert. Korrektur, 6 Diamanten. Yay! 3 sogar, geil! Nice. So. Was? Scheiß Leck. Schön konzentriert, da drüben grunzen die Schweine. Herrliches Geräusch. Bisschen Kies ist auch gut, falls wir wieder Beton brauchen. Und wir werden Beton brauchen, Freunde. Wir werden Beton brauchen. Hallo Schwein. Grunzt du hier ein bisschen rum? Das ist aber schön. Und wenn wir Steine brauchen, um unsere Wand hier wieder ganz zu machen. So, Spitzhacke im Bobbes. Das ist jetzt blöd. Komm ich hier rein? Nö. Toll, müssen wir wirklich außen rumlaufen, um in unser Haus reinzukommen. Toll. Da hatte ich eigentlich gedacht, ich komme da durch, aber nein. Aber nein. Ich komme nicht rein. Hui. So. Moment, sind die Öfen eins höher? Natürlich sind die Öfen eins höher. So. Dann gibt's mal direkt eine frische Spitzhacke. Plupp. So. Moment, jetzt müssen wir wieder tiefer. Ja, hier ist das Loch. Ich will nämlich direkt mal kurz hier rausgehen. Ich werde den direkten Weg wählen. Hallo. Hallo, Oberwelt. So. Ja, schaufelmäßig, ne? Ist jetzt natürlich hier. Aufpassen, dass es auch gut aussieht, was wir betreiben. So. Hier können wir es natürlich ganz abtragen, gar kein Problem. Einfach weg damit. Einfach weg mit der Erde. Sie landen in den Schaufelbagger. So. Schön hier auch weg. Ja, es geht auch hier. Das geht auch schön. Hm, ja, müssen wir hier oben vielleicht auch nochmal so. Korrekturschleife. So. Und hier wieder die Spitzhacke natürlich ansetzen, um mit der Spitzhacke spitze Sachen zu hacken. So. Gut, da muss die Wand hin. Ganz klare Sache. Weil ohne Wand, ja. Sieht das Haus bescheiden aus. Und hier müssen wir auch direkt alles wegholen, weil da muss wieder Erde drauf. Sonst haben wir hier so einen hässlichen Steinboden.
Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja, dass hier schön Gras über die Sache wächst. Ein Stein nach dem anderen wird hier einfach weggegraben. Klick, 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 klick. Das ist gut. So ist es eigentlich gut für uns, weil wir dann wieder ein bisschen Cobblestone bekommen, wie gesagt. Das ist ja immer ganz praktisch, weil wenn ich auf Höhlentour gehe, schmeiße ich ja nach und nach allen Cobblestone immer wieder weg. Weil, ja, brauchen wir ja eigentlich nicht. Gold und alles ist ja viel interessanter. Aber dann braucht man halt doch. Und das ist halt dann problematisch. Problematisch. Klatsch, 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 klatsch. In meiner Truhe unten sind, ist auch noch Cobblestone. Sehr gut. Ja, aktuell brauche ich keinen, aber wir werden wieder an den Punkt kommen, wo wir welchen brauchen. Und ich habe das ja schon des Öfteren festgestellt, das ist das erste Mal, dass ich echt Probleme habe mit Cobblestone, mengenmäßig. Aber gut, es könnte natürlich auch mit dran liegen, dass ich nicht wirklich gestrip-mined habe bisher, nur so ein bisschen. Und ich meine, das ist ja das, wo man meistens den Cobblestone nimmt. So nicht, in rauen Mengen herbekommt. Ich habe dich genau gehört. Deine Knochen klappern. So. Dann tauschen wir jetzt oben erstmal. Hey. Flup, 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 flup. Jo, einmal durchbrennen bitte. Es bleibt halt wieder einer übrig. Also der eine, den wir noch einstecken hatten. Aber gut, das sollte theoretisch schon für die Wand reichen. Moment, falsche Richtung. So. Das ist doch gut. Wand ist zu. Fröm, fröm. Und wir sind wieder oben. So. Können wir jetzt hier anfangen mit Erde aufzufüllen. Dann haben wir auch wieder Platz im Inventar. Und können das restliche Zeug hier aufsammeln. So. Ist gut, wir platzieren Erde und es kommt direkt wieder frische Erde in unser Inventar. So kann die Erde nie leer werden. Geil. Never ending Earth. So. Gruselige Geräusche. So. Glitsch, 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 glitsch. Oh. Habe ich da gerade ein Dings-Kies platziert, weil er auf einmal in meinem Inventar war? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Soll natürlich eigentlich nicht der Fall sein. So. Das muss natürlich auch noch weg. Blub, 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 blub. Und Erde rein. Habe ich eine Truhe einstecken? Nein, habe ich nicht. Aber die Erde können wir mitnehmen. Geil. Die Erde passt rein. Wie soll es denn auch anders sein? So, Mauer. Let's go. Füllen wir hier auf? Würde ich fast sagen. Wir gucken mal, dass wir auf die Höhe von dem Baum hier kommen. Dann können wir nämlich richtig geil auffüllen. Richtig geiles Auffüllen. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Es wird schon wieder düster. Am Arsch ist Duster, Mr. Düster. Nein, Düster, Mr. Duster. So rum. Oh hi, guter Film, lustig. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Da sitzt auch keiner drin? Nein, sitzt auch keiner drin. Hätte ja sein können, dass da irgendwo ein Golem sitzt, in der Höhle. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof.
Machen wir einfach so. Da kommt kein Golem raus. Golem Prison. Ein fahrender Händler, ein neuer. Der letzte fahrende Händler hat ja Selbstmord begangen, der hier war. Da schrei mal nicht so rum, du Lappen. So. Was hast du Gutes? Der hat mal neue Sachen im Angebot. Packeis, Birkensätzlin, Satt. Weizenkörner, Ranken und eine weiße Tulpe. Und schon ist er unsichtbar. Alter, still mal jetzt rum. Gut. Dann können wir jetzt, glaube ich, tatsächlich, wir sind soweit, gleich neue Golems platzieren. Die Frage ist, habe ich genug Eisen? Hi Mike. Hi. Oh, da wäre noch eine Schaufel gewesen. Und eine Axt. Ja, guck mal, was ich hier in meiner Truhe schon alles gesammelt habe. Bin auf dem Weg. Moment. Muss ja eins tiefer. Oha. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Ja, ne? So, wo habe ich denn... Whoopty fucking do. Ich habe bislang noch keine Diamanten wieder gefunden. Na, die sind ja auch selten. Ja. So, wollen wir gerade eine Runde schlafen, wenn du schon hier bist? Ja. Ganz kurz. Okay. So. Ein kleines Schläfchen. Darauf ein Schlückchen Kaffee. So. Noch 13 davon einstecken. Hier wandeln wir auch mal gerade um. So. Yay. Einen kriegen wir hin. 9 x 4, 18, 26, 36 braucht man pro Iron Golem. Interessant. Haben wir hier noch welche? Ja, geht auch was. Da geht auch was. Da geht auch was. 36 sollte man. Aha, könnte knapp werden. Nein, ich möchte keine Türen machen. Acht. Ja, das hatte sich alles echt gut verteilt. So. Es fehlen zwei. Geil. Habe ich nicht vorhin irgendwo Erde platziert? Nein. Also, das habe ich ja jetzt gemacht. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ganz klare Sache. Gut, hier ist nix. Hier oben war ja auch nirgendwo was. Könnte in der Schmelze noch was sein? Nein. Kurzer Check, ob in diesem Ofen noch was ist. Ja, ist was, aber nicht das, was wir haben wollen. Aber ich erinnere mich, das wollte ich haben, um den Dings machen zu können. Den Platz vom Schmied. Dass der da einfach so krasses... Oh, da hüpft ein Creeper rum. Hallo Creeper. Kommst du nicht raus? Tja, Pech gehabt. Leben ist hart. Seppel, du lebst noch, oder? Seppel, wo bist du? Da ist der restliche Stuff. Sehr gut. Ich sehe Seppel nirgendwo. Da ist Seppel, okay. Seppel, alles gut. Alles cool. Alles cool, du bist am Leben. Das ist die Hauptsache. Eins. Und zwei.
So. Das haben wir. Als nächstes benötigen wir noch Kürbisse. Wirklich? Wirklich? Die sind viel zu aggro in letzter Zeit. Ich war da schön dran vorbei. Aber nein. Aber nein. Ja, ich weiß, die Folge ist eigentlich auch vorbei. Aber ich will ja noch die drei Golems starten. Und das machen wir auch noch. Das machen wir jetzt auch noch. Da sind keine Kürbisse. Nein, keine Kürbisse. Wo habe ich die Kürbisse hin? 5 Stunden später, mein Ordnung. Ein Kürbis haben wir hier noch. Das ist zu wenig. Wir brauchen 3. Hätte einen ganzen Stack fast. Also einen halben Stack. Ein ganzer wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber gut, scheinbar ja, existiert er nicht mehr. Dann würde ich sagen, es gibt erstmal nur einen. Nur Train the Iron Johnson. Und wir müssen ein paar anbauen. Schere? Hab ich nicht. Die lag unten irgendwo, ne? Unten ja. In meiner Truhe ist eine. Ich habe auch eine. Alles gut. Alles gut. Aber danke dir. So. Kürbis. Pratze. Schere wieder raus. Kürbis einsammeln. Eine Fackel machen. Okay, 4 Fackeln machen in dem Fall. Aber vom Grundprinzip eine Fackel machen. Rausrennen. Lag akzeptieren. So. Jetzt theoretisch, wenn sie jetzt verschwinden, wurden sie entweder umgebracht oder sind gedespawnt. Alles andere kann ja gar nicht mehr passieren. So. Lebe. Oh, war jetzt nicht so brillant. Lebe. Aha. Digga. Digga, stopp mal. Deine Aufgabe ist, die Stadt zu beschützen. Ja, du darfst nicht abhauen. Du darfst nicht. Nein, guck nicht in die Ferne. Du darfst nicht abhauen. Ja? Gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und morgen um 13 Uhr geht's weiter. Dir bis dahin eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.